So, ich bitte euch heute oder generell auf unseren Veranstaltungen keine verbotenen Fahnen oder Abzeichen zu tragen oder mitzubringen, ja. Da gab es wohl angeblich einen Vorfall in Empel vor 2 Wochen. Wir wissen nicht wer, was, wie, warum. Lasst es bitte einfach sein. Das gibt immer nur Stress für die Organisatoren und für die Leute, die die Demos anmelden. Dann, wenn hier heute jemand Flyer verteilen möchte, bitte nur Flyer verteilen, wenn auch ein Impressum draufsteht, weil unsere lieben Freunde hier von nebenan da ganz geil drauf sind. Ja, und ich möchte nicht für irgendwen hier eine Ordnungswidrigkeit einfangen, ja? Dann haben wir einen Punkt, wir wollen am 30.07.22 nach Berlin fahren. Ihr wisst ja, dort wird eine Woche wird da demonstriert am Stück und an dem Samstag soll dort ein riesengroßer Marsch durch Berlin stattfinden. Und wir aus Hannover möchten daran teilnehmen und es wäre schön, wenn so viele wie möglich an dem Tag mitkommen, dass wir da als ein Team, als eine Einheit Hannover vertreten. Ja, da Walk to Freedom ja sich entschlossen hat, in die Pause zu gehen, werden wir weiterhin jeden Mittwoch auf die Straße gehen und auch durch die Stadtteile, weil wir müssen die Menschen erreichen, die seit 2 Jahren zu Hause sitzen oder auch keinen Bock haben, in die Stadt zu fahren oder etc. Ja, aber so langsam weiß ja ganz Hannover, dass wir durch die Straßen gehen. Und der Zuspruch an den Fenstern, auf den Straßen, sie wird immer mehr. Und die Scheibenwischer und die Stinkefinger, sie werden immer weniger. Was auch eigentlich sehr gut für uns ist, die Medien berichten immer mehr über schwere Nebenwirkungen, ja. Es ist jetzt schon eine Zeit von 2,5 Millionen schwere Nebenwirkungen sind gemeldet worden. Die Dunkelziffer ist natürlich sehr viel höher. Aber das zeigt uns natürlich, dass wir nicht zu Unrecht auf die Straße gehen. Ja, ich habe letztens einen Beitrag bei NDR gesehen, wo ein Profisportler, ich weiß jetzt nicht mehr was, ich glaube er war Leichtathlet oder so, dieser Mensch ist für sein Leben lang jetzt behindert. Ja, der kommt hier aus Niedersachsen. Da gibt es einen guten Beitrag, den empfehle ich euch alle mal anzuhören und auch hier euch beiden Spezialisten, die ja immer alles, ne, ihr wisst schon. Also dieser Mensch hat auch eine Selbsthilfegruppe für Impfgeschädigte mit seinen Eltern gegründet und dieses Thema ist einfach nicht mehr totzuschweigen und das bestätigt uns natürlich, ne, dass wir weiterhin auf die Straße gehen müssen. Und das Perfide an diesen Fake News, an diesen Lügenmedien ist, sie berichten über diese Nebenwirkungen und einen Beitrag später fordern sie die Leute auf, trotzdem weiter sich impfen zu lassen. Und wir sagen ganz einfach, die Regierung ist das Virus und die Medien sind der Pandemietreiber. Und solange die Menschen weiterhin jeden Tag zum Testzentrum laufen, sich testen lassen, weiterhin die Maske tragen, wird es nicht aufhören. Es muss in die Köpfe der Menschen rein. Kein Test, keine Pandemie. Und wir appellieren jetzt schon mal an die Polizei. Benehmt euch so, wie ihr es am Wochenende in Berlin gemacht habt. Da habt ihr euch akkurat verhalten. Da habt ihr keine Menschen gewalttätig auf den Boden gedrückt und malträtiert etc. Ja? Wenn wir am 30.07. nach Berlin kommen, möchten wir genauso friedlich demonstrieren wie die Menschen auf der Love Parade. Okay. Ja. Und eine Sache möchte ich nochmal sagen. Und zwar, ich habe das am Montag schon vom Landtag gesagt, jetzt spreche ich nochmal diesen Evaluierungsbericht der Bundesregierung an. Was sagt dieser Evaluierungsbericht aus? Eigentlich sagt er aus, dass die letzten 2 Jahre die Pandemie, denen ihre Maßnahmen, nichts gebracht haben.
In einigen Punkten haben sie angeblich zu wenig Daten. Also ich frage mich, wie man nach 2,5 Jahren immer noch zu wenig Daten haben kann. Naja, ich weiß, dass Deutschland in der Digitalisierung unteres Drittel in Europa ist, aber es ist einfach nur eine Lüge. Sie haben genug Daten. Ja? Und dieser Evaluierungsbericht sagt ganz klar aus, dass die Maßnahmen von Arsch waren, dass die Menschen umsonst eingesperrt wurden, dass die Restaurants und Hoteliers umsonst geschlossen wurden, dass Unternehmer umsonst pleite, insolvenz gegangen sind, dass Kranke und ältere Menschen umsonst isoliert wurden, dass unsere Kinder umsonst Masken 8 bis 10 Stunden in den Schulen getragen haben, ja? Dass sie umsonst mit Winterjacke, Schal und Mütze in Klassenräumen saßen in den Wintermonaten bei geöffneten Fenstern. Und wir fordern alle Staatsdiener, alle Beamten auf, bei diesem Mist nicht mehr mitzumachen, wenn die Regierung meint, im Herbst die Maßnahmen wieder hochzufahren. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Unsere Grundrechte hat jeder Mensch von Geburt an, bis er stirbt. Und nicht nur, wenn man einen positiven Impfstatus oder einen QR-Code in der Tasche hat. Das muss den Menschen jetzt langsam wieder bewusst werden. Okay. Cool. Erinnerst du dich noch an die, ich glaube, erste angemeldete Demo im Januar von hier aus? Hallo. Dennis hat ja schon angesprochen, dass das Virus vor allen Dingen über die Medien verbreitet wird. Deswegen möchte ich euch gerne nochmal die Aktion morgen vorm NDR am Maschsee Rudolf-Bennigsen-Ufer ans Herz legen. Um 18 Uhr ist dort eine Mahnwache und zwar wird das organisiert von dem Projekt ARD Leuchtturm. Da könnt ihr euch gerne mal informieren im Internet, falls ihr das noch nicht gemacht habt. ARD Leuchtturm. Und wäre schön, ganz viele von euch dort zu sehen, weil da ist auch der Ort, wo der Protest angebracht ist. Direkt vor den Medienhäusern. Und da sollten wir auf jeden Fall ein paar hundert Leute sein. Also morgen 18 Uhr Rudolf-Bennigsen-Ufer vorm NDR. Ja, schön, dass die Druckerpresse da unten nicht mehr läuft, ne? Mein Herz ist klopft und klopft.